Hallo Freunde, ich bin's wieder, Cooper der Wolf. Au. Ja, und ich begrüße euch herzlich auf meinem Kanal f.coopergaming.tv. Ja, und zu einem neuen Part Pokémon X. Wir haben die Route 10 jetzt verlassen, waren schon brav im Pokémon Center, wie ich es ja gesagt habe. Und jetzt wollen wir gucken, wo der Typ von Team Flair sich hier versteckt hat. Der ist ja hier irgendwo abgehauen. Okay, da geht's lang. Hier ist nix. Oh, da ist noch ein Pokéball. Hä? Was sind das denn für komische Leute? Hallo? Hallo? Kann ich mit euch reden? Hallo? Ah, die Steine müssen das Werk einer außerirdischen Lebensform sein. Hä? Oh, Sci-Fi-Spinner! Alles andere wäre schlichtweg Unfug. Nee, Sci-Fi-Spinner kann man nicht sagen. Ich bin selber Sci-Fi-Spinner. Verdammt. Wie heißen die nochmal, diese Alien-Verrückten? Ach, stell Verbindung zum Internet her. Immer das gleiche. Nee. Will ich nicht. So, hier haben wir schon wieder ein Hotel. Will ich hier rein? Mal gucken. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Nee. Gibt es hier irgendwo einen Hinterausgang zum Garten? Anscheinend nicht. Oh, nee, warum auch? Gibt ja hier einen Eingang. Okay. Dann hätte ich gar nicht ins Hotel laufen brauchen, ne? Ein Timerball. Okay. Hey, die sind ja auch meistens nicht schlecht. Wie war das nochmal? Die Fangchance steigt, umso länger der Kampf dauert, war das, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier haben wir nochmal ein schönes Gebilde. Beantworte hier eine Frage, um dein Profil zu aktualisieren. Willst du an der Befragung teilnehmen? Okay. Nee. Was? Nee. Machen wir mal weg. Wir gucken uns hier mal weg. Ah, da ist der von Team Flair. Hallo? So, wollen wir mal verfolgen. Da, jetzt haut er wieder ab. Jetzt spitzt mal die Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Okay. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davon tragen. Ich weiß, dass ich euch an euren Sieg hindern werde, aber das werden wir später noch haben. Und gleichzeitig werde ich mir noch Aloran sammeln. Hast du Team Flair gesehen, Cooper? Ja, der ist gerade da oben lang gelaufen. Ja, aber... Ja, schon, aber was? Also, ist der Rüpel nicht mehr hier, ja? Nee, der ist weg. Der ist weggelaufen, nach da oben. Der Schuft kann sich ja wohl nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Nee, nee, der müsste da oben irgendwo sein. Ich geh gleich mal gucken. Da vorne geht's doch nicht weiter. Hä? Wie, es geht nicht weiter? Bei Team Flair überkommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Wieder geht es nicht weiter. Okay, ich sehe, dahinter ist eine Tür. Altertümliche Steine. Also der ist bestimmt da irgendwie drinnen verschwunden. Aber wir kommen da anscheinend nicht rein. Also ist er verschwunden. Okay, hat sie recht gehabt. So, aber wo ist sie jetzt hin? Finde ich sie vielleicht wieder? Hallo, kannst du... Hallo, ich möchte mit dir reden. Hey du, schau einfach mal im Hotel vorbei, wenn du mehr über die Steine wissen möchtest. Ja. Wollen wir mehr über die Steine wissen? Wollen wir der Dame mal folgen? Ich würde sagen, ja, machen wir mal, ne? Also. Hallo, junge Frau, wo sind Sie? Herzlich willkommen im Hotel Meeresschnee. Der Wohlfühloase im Herzen von Krumlexias. Boah, bei dem Namen von dem Ort kriegt man einen Knoten in der Zunge, da möchte ich nicht wohnen. Stellt euch mal vor, diese lange Cooper-Zunge würde die ganze Zeit keinen Knoten kriegen. Nee, so, jetzt aber mal im Ernst. Du hast doch diese riesigen Steine auf Route 10 gesehen, nicht wahr? Ja, die waren nicht zu übersehen. Also, einige der größeren messen sage und schreibe 10 Meter. Boah! Auf nur ein paar Kilometern ragen hunderte von ihnen gern Himmel. Okay. Um diese Steine aufzustellen, haben die Leute damals bestimmt die Hilfe über unzähliger Pokémon benötigt. Zu welchem Zweck dies allerdings geschah, bleibt auch weiterhin schleierhaft. Okay. Theorien gibt es natürlich wie Sand am Meer.
Ja, das ist meistens so. Einige halten sie für Grabstätten aus dem Altertum, die zu Ehren bedeutender Krieger errichtet wurden. Ja, würde auf jeden Fall auch Sinn machen. Während andere in ihnen Denkmäler zu Ehren angesehener Sippen sehen. Okay, also nicht Krieger, sondern ganzer Sippen, also Familienstämme. Wieder andere halten sie gar für rituelle Reliquien, die mit dem Ursprung des Lebens in Verbindung stehen. Für mich persönlich handelt es sich dabei eher um eine Art Kalender. Das sieht man doch oft in Dokumentationen. Alte Kulturen, die Objekte wie Steine aufreihen, um die Bewegung der Gestirne zu erforschen. Das ist auch eine Möglichkeit. Eins ist jedoch gewiss, und zwar, dass uns diese Steine noch jede Menge Rätsel aufgeben. Ja, das scheint so. Manche glauben sogar, dass ihnen eine besondere Kraft innewohnt. Ja, Team Flair zum Beispiel anscheinend. Sollte dem so sein, kann man nur hoffen, dass es sich um wohlwollende Kräfte handelt. Ja, die über uns und die Pokémon wachen. Und nur unser Bestes im Sinn haben. Ach, wo wir gerade dabei sind. Im benachbarten Yantara City gibt es mehr dieser rätselhaften Steine. Okay, dann sollte ich da vielleicht auch nochmal hinreisen. Dann wird Team Flair mit Sicherheit auch da Blödsinn machen. Und außerdem, glaube ich, finden wir da bestimmt noch wieder eine Arena. Das ist wohl ein größerer Ort, denn... Also, oh, hier ist ja offen. Lucario. Hä? Lucario? Ah, die von... Ey, von Route Dingsbums. Oh, du bist doch der Trainer von Route 5. Habe ich recht? Ja, genau, Route 5 war das. Lucario. Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei. Und sie gleichen sich wie ein Ei den anderen. Naja, wenn Lucario mit dir kämpfen möchte. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefressen hat, oder? Nee, so auf Anhieb sehe ich das nicht, aber ich glaube, es war das Linke. So, Arenaleiterin Conny. Also darf ich jetzt schon mal gegen die Arenaleiterin kämpfen? Aber ich denke nicht, dass ich dafür ein Ohren kriege, oder? Ich soll einfach nur Lucario eine Freude machen. Na gut, Lucario, dann darfst du dich mal mit meinem Utena messen. Mal sehen, wer von euch beiden die härtere Nuss ist. Steigerungssieg. Autsch. Ey. Okay, Lucario steigert seinen Angriff. Ich komme Psystrahl. Yay. Oder auch nicht, yay. War nicht so der Burner bei Lucario. Dann versuchen wir es mal, apropos Burner, mit Feuerwirbeln. Das sollte zumindest auch noch Verbrennung dazu fügen. Das heißt, es ist ja immer wenigstens jede Runde Schaden. Also, los. Ja, das sah doch schon ganz gut aus. Und Lucario, was sagst du dazu? Ganz schön heiß die Sache, wa? Okay, aber einen kleinen Strich hat er noch an Lebensenergie. Dann kommen wir nochmal mit Nitro-Ladung. Ich glaube, ich habe irgendwie heute vor dem Hals. Ich muss gleich nochmal irgendwie einen Schub kriegen. Mist, ich habe jetzt gar keinen Trick. Okay, dann machen wir die Aufnahme erst. So, das erste Lucario ist besiegt. Bums. So will ich das sehen. Oh, ich bin aufgestiegen. Level 30. Yay. Yeah. Utena versucht Lichtschild zu erlernen. Ich bin eigentlich nicht so für Verteidigungsattacken. Ich nehme mir eigentlich immer eher Angriff und ich habe alle Attacken schon voll. Wollen wir das denn trotzdem mal lernen? Schwere Entscheidung. Mache ich das mal, mache ich das nicht, mache ich das mal? Also ich bin eigentlich eher der Angriffstyp, aber ich will eigentlich auch gerne mal eine andere Strategie versuchen als sonst immer. Also, wir nehmen da mal Katze raus und setzen Lichtschild ein. Schwupp, da haben wir Lichtschild. So, ich habe Lichtschild erlernt. Ja, dank des LP-Teilers haben wir natürlich andere Pokémon auch noch was. Oh, Glutexo erreicht Level 28 und versucht Feuerzahn zu erlernen. Feuerzahn, ja, das gefällt mir. Das sollten wir auch haben. Ich denke, dass das natürlich klingt, zumindest nach einer schönen Attacke. Zerschneider, nee, können wir nicht rausnehmen. Blut, will ich nicht rausnehmen. Rauchwolke, oh. Nein, nimm mal Rauchwolke raus. Ich
hoffe, das war kein Fehler. Auch Wolke ist ja eigentlich eine gute Attacke, weil die Wasserattacken schwächt. Beziehungsweise, oder nee, Genauigkeit schwächt vom Gegner, genau. Na, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Naja. Oh, Balgoras erreicht Level 26. Oh, Balgoras möchte Antikraft erlernen. Na gut, Balgoras, dann gucken wir doch mal, was du so rausschmeißen kannst. Antikraft. Stärke? Nee, Stärke brauche ich. Felsgrab ist auch ganz gut. Biss und Licht. Ich glaube, ich nehme Tarnstein, weil Tarnstein... Alle Pokémon, die Fernattacken machen, sind davon nicht betroffen. Und nur Kampf-Pokémon oder Nahkampfattacken, Normalattacken würden einen Schaden verursachen, wenn die mich angreifen. Von daher nicht so effizient. Oh, Azumarill hat auch Level 23 erreicht. So, möchte ich wechseln? Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich bleibe bei meinem lieben Routine. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich setze erstmal Lichtschild einmal zum Test, ob mir das viel bringt, ob ich da jetzt nichts Dummes gemacht habe. Obwohl, Lichtschild, wogegen war das eigentlich nochmal? Ich muss nochmal gucken. So. Autsch. Naja, so 100% Schutz gibt es nicht, aber ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder mit Feuerwirbel. Wir wissen ja, Feuerwirbel brennt dem lieben Lucario den Popo an. Und das mag es gar nicht. So, den... Damit haben wir es auch schon fast besiegt. Gab es diesmal keine Verbrennung? Oh, ah doch, da ist Verbrennung. Joa. Aber ich habe auch nochmal ganz schön Schaden genommen. Wir nehmen jetzt dann mal die Nitro-Ladung, damit sollten wir den Kampf dann für uns entscheiden. Und... Ja, dann geht es auch schon weiter. Auf unserer Reise. Routina hat wieder ordentlich Erfahrungspunkte erhalten. Der Rest wird aufgeteilt. Und wir haben Conny besiegt. Hoppla, mein legendäres Lucario, du konnte nichts gegen dich ausrichten. Nö, nicht mal gegen mein erstes Pokémon. Hehe. Der gute Cooper ist unschlagbar. Naja, fast. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arena-Leiterin von Yatara City. Ja, ja, ich weiß. Habe ich nicht vergessen, gute. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Ja, da will ich auch als nächstes hin. Also, bis später dann, ja? Ja, wir sehen uns wieder und dann in einem offiziellen Kampf, ne? Dann hole ich mir den Orden. So, dann wollen wir jetzt mal hier lang gehen. Damit sind wir auch schon auf Route 11. Oh, da ist ein Pokéball. Komme ich da irgendwie rein? Hopp. Nein, halt, stopp, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Nö, irgendwie scheine ich dann nicht reinzukommen. Oh, oh, oh. Auf der Route sind sehr viele Trainer. Gut, ich beende den Part hier, glaube ich, denn mal. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, dass wir hier so ein bisschen weitergekommen sind. Wir haben ein paar Sachen erfahren. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Sport mich an, weiterzumachen. Und natürlich teilt mein Video. Empfehlt meinen Kanal weiter, würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem, lasst dem lieben Wolf oben links gleich noch ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut euch gerne noch auf meinem Kanal um. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Cooper, der Wolf. Au!